Herzlich willkommen zum Netzpolitischen Abend. Die letzten setzen sich. Ja, herzlich willkommen zu diesem historischen Ereignis. Ihr seid dabei, der 42. Netzpolitische Abend der digitalen Gesellschaft. Toll, dass ihr alle da seid. Toll auch, dass uns Leute in diesem Internet zuschauen. Herzlich willkommen hier in der C-Base. Wir haben wie immer ein Knallerprogramm vorbereitet, beziehungsweise wir haben es nicht vorbereitet, sondern zusammengestellt. Anna Biselli von netzpolitik.org ist dabei, Eben Chu von Refugees Emancipation, Monique Meisel von den Freifunkern und Regisseur David Bernet stellt seinen Film Democracy im Rausch der Daten vor. Wenn ihr in diesen sogenannten sozialen Medien kommunizieren wollt über diesen Abend, herzliche Einladung, nutzt unseren Hashtag NPA042. Und jetzt geht es auch schon los. Den Anfang macht eine alte Bekannte des Netzpolitischen Abends, Anna Biselli von netzpolitik.org, erzählt uns unter anderem anhand des traurigen Beispiels der Netzneutralität etwas vom Bürokratiedschungel Brüssel. So, jetzt mal gucken. Da ist sie. Nein. So, herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist. Genau, guten Abend. Ingo hat mich ja schon vorgestellt. Ich wollte euch was erzählen über Brüssel. Weil ich glaube, für viele Leute gerade hier in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, so dahinter zu kommen, was in Brüssel überhaupt läuft, weil wir erfahren immer was von Gesetzen, die in Brüssel beschlossen und diskutiert werden, aber wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie das abläuft. Und dementsprechend haben wir auch wenig Ahnung davon, wie man da selber aktiv werden kann und wie man da eingreifen kann und die Politik vielleicht ein bisschen mitbestimmen oder lenken. Das soll jetzt keine Politikwissenschaft-Vorlesung werden, sondern es geht einfach nur so ein bisschen darum, einen Überblick zu kriegen für das, was man braucht, um zu sehen, wo man am sinnvollsten agieren kann. Und zwar gibt es in Brüssel eben primär drei Institutionen, die Politik bestimmen. Und zwar ist das einmal die Kommission, die Gesetzgebung vorschlägt und umsetzt, dann das Parlament, die einzige Institution in Brüssel, die gewählt ist, die eben auch diese Gesetzesvorschläge debattiert und Änderungen einbringt, und der Rat, der sowas Ähnliches macht wie das Parlament. Das werden wir gleich noch irgendwie die Unterschiede beleuchten. Erstmal zur Kommission. Wir haben die Kommission, die besteht aus sogenannten Kommissaren. Die Kommissare sind jeweils zuständig für ein bestimmtes Gebiet. Ich denke mal, die Kommissare, die uns, oder der Kommissar, der uns am geläufigsten ist, ist Günther Oettinger, der eben für die digitale Wirtschaft verantwortlich ist. Und da, ja, genau, wir haben ihn alle sehr lieb. Weitere Kommissare, die uns gerade so bei netzpolitischen Themen öfter mal über den Weg laufen, sind Vera Jourova, die für die Datenschutzgrundverordnung zuständig ist, und sozusagen der Chef oder so ein bisschen der Oberkommissar von Günther Oettinger ist Andrus Ansip, der für den Digital Single Market zuständig ist. Die Kommissare kommen jeweils, es gibt jeweils einen Kommissar aus den ganzen Mitgliedsländern, das wird von den Mitgliedsländern vorgeschlagen und vom EU-Parlament bestätigt, wobei das EU-Parlament nur die Gesamtheit der Kommissare bestätigen kann. Wir hatten das letztes Jahr, als die neu gewählt wurden, gab es eben diese Anhörung, wo die Kommissare quasi dem EU-Parlament Rede und Antwort stehen mussten. Es gab aber zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Günther Oettinger abzulehnen. Es gab quasi nur die Möglichkeit, das gesamte Kommissariat, wenn man es so nennen will, abzulehnen. Und das ist natürlich eine Hürde, die sehr schwierig ist, weil dann der ganze Prozess nochmal von vorne beginnen muss. Als nächstes haben wir das Parlament. Das Parlament besteht aus politischen Fraktionen, aber das ist ein bisschen anders als hier in Deutschland, weil das nicht unbedingt von den Parteien abhängt, in denen die Parlamentarier sind, sondern so ein bisschen nach politischen Schwerpunkten und Interessensgruppen. Zum Beispiel haben wir die Sozialdemokraten und wir haben die Grünen, wir haben die Liberalen und die Volksparteien, sage ich mal sowas wie CDU, die jetzt die größte Anzahl der Sitze haben. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass wenn ein Abgeordneter hier in Deutschland zu den Piraten gehört, dass zum Beispiel diese Abgeordneten in Brüssel eher bei den Grünen sitzen. Und dann haben wir gerade noch so am rechten Rand diverse Europagegner und Rechtskonservative bis hin zu Rechtsradikalen und parteilose Mitglieder. Das ist dieser ganz kleine, helle Schnipsel am Ende. Da gehört zum Beispiel die Partei dazu. Die
eigentliche Arbeit im EU-Parlament geschieht in den Ausschüssen. Davon haben wir auch ziemlich viele, in denen eben die Mitglieder aller Länder und Fraktionen vertreten sind. Ausschüsse, die uns immer mal wieder begegnen, vor allem bei netzpolitischen Themen, ist der ITRA-Ausschuss, das ist der Industrieausschuss, der IMCO-Ausschuss für den Binnenmarkt und Verbraucherschutz, der Juri-Ausschuss für Recht und der Liebe-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten und Justiz, der besonders für die Datenschutzgrundverordnung zuständig ist. Als weitere Institution haben wir den Europäischen Rat und den Rat der EU, Entschuldigung, und der ist leicht verwechselbar, nämlich mit dem Europarat. Und der Europarat hat erstmal nichts mit diesen EU-Institutionen zu tun, sondern debattiert über allgemeine Fragen. Und dann gibt es eben noch den Europäischen Rat, der über die allgemeine Ausrichtung der EU-Politik debattiert. Aber der Rat der Europäischen Union ist, kann man auch den Ministerrat nennen, das ist weniger missverständlich, denn da sitzen quasi die Ministervertreter der Mitgliedsländer drin. Das heißt, quasi die Minister, die wir hier haben, bestimmen dann eben auch in der EU-Politik themenbasiert über Gesetzesvorschläge. Jetzt aber zu unserem aktuellen Beispiel, nämlich die Netzneutralität. Wir haben das alle wahrscheinlich mitgekriegt, dass letzte Woche eine ziemlich vernichtende Abstimmung im Europaparlament zur Netzneutralität war, obwohl es am Anfang gar nicht so richtig danach aussah, zumindest vor einem Jahr. Und dementsprechend Tür und Tor geöffnet wurde für sowas wie Spezialdienste, nämlich einfach dafür abzukassieren, dass man Dienste anbietet und dafür bezahlen muss. Das heißt, sowas wie ein neutrales Internet soll es dann nicht mehr geben. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen fragen, wer hat das eigentlich zu verantworten und wo, an welchen Stellen haben Menschen quasi aktivistisch agiert und warum hat das vielleicht auch nicht so richtig funktioniert. Dazu müssen wir uns fragen, wie läuft der Gesetzgebungsprozess eigentlich? Und zwar am Anfang muss ja immer jemand die Idee für das Gesetz haben. In der EU ist es so, dass immer die Europäische Kommission die Kompetenz hat, Gesetze einzubringen, das heißt damit anzufangen, einen Gesetzgebungsprozess anzustoßen. Und das kann verschiedene Auslöser haben. Zum einen kann man zum Beispiel sagen, wir haben jetzt eine internationale Entwicklung, zum Beispiel in den USA gibt es irgendein Gesetz zu irgendwas, was wir noch nicht so richtig abgebildet haben, deshalb müssen wir jetzt nach einem europäischen Gesetz schauen. Man könnte sagen, wir haben quasi neue gesellschaftliche Entwicklungen, die das notwendig machen, oder man kann sagen, dass es gerade bei der Netzneutralitätsverordnung irgendwie ein wichtiger Punkt gewesen, dass einfach in den Mitgliedsländern eine ziemliche Inhomogenität steckt und man die so ein bisschen auf europäischer Ebene vereinheitlichen muss, weil eben der Politikbereich eigentlich in die EU-Kompetenz fällt. Und dementsprechend hat die EU-Kommission dann einen Startschuss gegeben und wollte eine Digital Single Market Verordnung vorschlagen, eben für einen europäischen einheitlichen Binnenmarkt. Genau, das ist Nelly Kroes, war damals Kommissarin für die digitale Agenda und hat dieses Zitat gebracht, dass sie im selben Alter wie Alex Ferguson war, das ist der Manchester United Manager, der Ex-Manchester United Manager, und dass sie quasi nicht in Rente gehen wird oder sich nicht zurückziehen wird, bis all das quasi erledigt ist und diese ganzen Barrieren auf dem europäischen Binnenmarkt gefallen sind. Hat nicht ganz geklappt, zumindest ist sie jetzt nicht mehr Kommissarin, jetzt haben wir irgendwie den Günther Oettinger, das macht sich unbedingt besser. Aber sie hat das quasi so ein bisschen mit angestoßen und am Anfang von jeder Kommissionsgesetzgebung steht meistens eine Konsultation, das müsst ihr jetzt nicht alles lesen. Es geht einfach nur darum, dass das der erste Punkt quasi für Aktivisten, Aktivistinnen ist, sich daran zu beteiligen. Das heißt, oft gibt es so ein bisschen so eine negative Grundhaltung, ja, das bringt doch eh nichts und da können ja eh nur diese ganzen Industrielobbyisten drauf reagieren. Aber im Endeffekt ist es dennoch wichtig, seine Meinung zu sagen, auch wenn es manchmal schwierig und anstrengend ist, weil man eben einen ziemlich langen Text vorbereiten muss, der eigentlich keine Massen-E-Mail sein soll. Aber es geht auch einfach darum zu sagen, dass es andere Meinungen gibt, dass es eine Meinung aus der Zivilgesellschaft gibt, die diese auch äußert. Denn auch wenn die Kommission oftmals Vorschläge bringt, mit denen wir nicht so richtig d'accord gehen, müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass die Kommission kein homogenes Gremium ist und dass es auch in der Kommission Gegenstimmen gibt und dass man sich da auch Verbündete suchen kann, um eben Dinge zu beeinflussen. Dann hat die Kommission irgendwann September 2013 einen ersten Entwurf dieser Verordnung für den europäischen Binnenmarkt vorgelegt und was dann passiert, war schon ziemlich absehbar, nämlich dass die Kommission eine ziemlich fragwürdige Position eingenommen hat und damals der Bundesrat gesagt hat, dass dieser Vorschlag der Kommission eine Abkehr von dem offenen Internet ist.
Das heißt, wir hatten dann das Problem, dass es eine Vorlage gab und diese Vorlage aber überhaupt nicht das war, was quasi von, sag ich mal, netzpolitischen, zivilgesellschaftlichen Akteuren gewünscht war und dass man dann schauen musste, wie es damit weitergeht. Und der nächste Schritt in der ganzen EU-Gesetzgebung ist quasi, dass die Sachen sowohl ins Parlament als auch in den Rat kommen und da werden sie weiter besprochen. Diese Grafik müsst ihr euch jetzt nicht ganz durchlesen, das gehen wir alles nochmal im Einzelbeispiel durch und wir fangen so ein bisschen damit an, wie das dann im Parlament läuft. Das heißt, das Parlament bekommt diesen Vorschlag vorgelegt und soll ihn dann debattieren. In dem Fall war es so, dass auch das Parlament eine Konsultation vorgelegt hat. Das heißt, es wäre ein zweiter Punkt gewesen, eben eine Stimme geltend zu machen und zu sagen, was eben die Meinung ist und wo die Probleme sind, gerade weil die Berichterstatterin, die Castillo, relativ konservativ war und dementsprechend auch Telefonica nah, weil sie eben aus Spanien kommt. Und dann war es gerade wichtig, eine Gegenstimme zu dieser Berichterstatterin oder Rapporteurin, wie man sie nennt, zu bilden, um zu sagen, was die Meinung der Zivilgesellschaft ist. Jetzt nochmal kurz dazu, was Rapporteure überhaupt sind. Und zwar sind Rapporteure oder Berichterstatter, wie man das auf Deutsch sagt, die Mitglieder von den Ausschüssen, die jeweils über diese Verordnung, über diesen Verordnungsvorschlag debattieren. Das heißt, natürlich wird nicht das gesamte Plenum des Europaparlaments am Anfang darüber debattieren, wie eine Verordnung auszusehen hat oder was man ändern will, sondern das geht dann erstmal in die Ausschüsse, die betroffen sind. Das sieht man zum Beispiel hier, da ist der Rechtsausschuss betroffen, da ist der Kulturausschuss betroffen, aber der federführende Ausschuss, wenn man das so sagen kann, war der ITRA-Ausschuss, nämlich der Industrieausschuss. Und dann ist es eben so, dass es in jedem dieser Ausschüsse diesen Rapporteur gibt, der von den Mitgliedern bestimmt wird. Das sind meistens Abgeordnete, die schon Erfahrungen mit dem Thema haben. Die können auch je nach Ausschuss verschiedenen politischen Fraktionen angehören. Und es aber für die anderen Fraktionen sogenannte Schattenberichterstatter oder Shadow Rapporteurs gibt, die das Dossier und diesen Vorschlag für ihre jeweiligen Fraktionen verfolgen. Und das Ziel des Ganzen ist, dass am Ende jeder dieser Ausschüsse Änderungsvorschläge einbringt oder eben seine Meinung dazu sagt und das Ganze dann ans Parlament gegeben wird. Okay. In dem Punkt ist es natürlich sinnvoll, eben die Leute zu kontaktieren, die Einfluss auf den Prozess haben. Das sind zum einen erstmal die Rapporteure und die Shadow Rapporteure und die Leute im Ausschuss. Wo die Leute im Ausschuss, also wer die Leute im Ausschuss sind, kriegt man relativ einfach auf der Seite des Europaparlaments raus. Da sind die alle aufgelistet und das ist auch aufgelistet, an was die gerade arbeiten. Aber es gibt natürlich auch die Abgeordneten im Parlament, die nicht in diesen Ausschüssen sind, die daran beteiligt sind und die eventuell auch sinnvoll ist, zu kontaktieren und eben die Meinung mitzuteilen. Aber meistens ist es noch viel sinnvoller, eben Kontakt zu den Mitarbeitern der Europaabgeordneten zu suchen, weil, ich meine, man kann sich vorstellen, die Abgeordneten müssen über viele Dinge entscheiden, sind oftmals vielleicht nicht mal unbedingt die Experten oder Expertinnen in diesem Thema und die Mitarbeiter leisten einfach eine große Vorarbeit, um eben inhaltlich diese Berichte mit Leben zu füllen. Wie man sich so ein bisschen nach erkundigen kann, welchen Abgeordneten man vielleicht kontaktieren will, dafür gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel Paltrack, das so ein bisschen sammelt, wer der Abgeordnete ist, für welche Dossiers der Abgeordnete zuständig ist, welche Änderungsvorschläge der Abgeordnete bereits eingebracht hat und in welchen Ausschüssen derjenige sitzt. Das ist vor allem deshalb sinnvoll, weil es ja nicht unbedingt sinnvoll ist, Abgeordnete zu kontaktieren, die, um das sozusagen sowieso schon auf unserer Seite stehen, weil die gibt es ja immer. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, Abgeordnete zu kontaktieren, die auf der komplett konträren Seite stehen. Und dann kann man sich so ein bisschen raussuchen, wer ist so in so einer Zwischenhaltung, wer ist sich vielleicht nicht sicher, bei wem ist man vielleicht mit Argumenten noch auf einer guten Seite und dann eben genau diese Leute zu kontaktieren. Das Kontaktieren ist gar nicht so schwer, wie man sich denkt. Es gibt dafür auch Tools, zum Beispiel La Quadrature hat dazu die PiPhone-Website gemacht, bei denen man die kostenlos anrufen kann, wenn man gerade nicht nach Brüssel telefonieren will und wo man eben auch E-Mails schreiben kann. Und es ist wirklich so, dass meistens sogar auf diese E-Mails geantwortet wird oder eben diese Telefongespräche entgegengenommen werden. Manchmal landet man dann quasi im Vorzimmer, aber wenn man hartnäckig genug ist, schafft man das auch mit den Abgeordneten selbst zu reden. Und das Wichtigste darin ist einfach, keine Massenmails zu schreiben, weil die irgendwann im Spamfilter landen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn dann irgendwie die 20. Person die gleiche E-Mail von irgendeiner Vorlage geschickt hat, dann ignoriert die jeder.
Und es ist auch sinnvoll, wenn man da anruft, sich vorher zu überlegen, nicht nur was man will, zu sagen so, ja, du musst jetzt so und so abstimmen, sondern eben auch Argumente zu bringen, denn ansonsten, ich meine, das sind Leute, die sind ziemlich gut beschäftigt und die wollen sich dann nicht unbedingt anpöbeln lassen. Das heißt, man soll auch unbedingt freundlich sein und so kurz wie möglich sein und eben gründlich die Sachen analysieren und wirkliche Argumente vorbringen, um mit Argumenten überzeugen zu können. Vielleicht gibt es einen gewissen Pessimismus und man sagt, das bringt ja eh alles nichts, weil vor allem die Industrielobbyisten massive Mittel investieren, um eben direkt nach Brüssel zu gehen, um die Abgeordneten zum Essen einzuladen und sie davon ihren Argumenten zu überzeugen. Aber meine persönliche Erfahrung sagt eben, ich habe diverse Treffen mit Abgeordneten gehabt und oftmals auch die Sache gehört von wegen, ja, ich bin in dem Thema nicht so eingearbeitet, ich verstehe eure Position, aber bitte gebt mir doch mal einfach Gründe, die ich dann auch vorbringen kann, die ich den Mitparlamentariern vorbringen kann. Und da hilft es einfach wirklich, das vielleicht auch mal aufzuschreiben und denen zu schicken, sodass sie die Argumentation nachvollziehen können. Weil was man sich auch so ein bisschen vor Augen halten muss, es gibt eben Abgeordnete, die sitzen zum Beispiel jetzt im Rechtsausschuss, die sitzen aber auch im Fischereiausschuss. Das sind einfach vollkommen verschiedene Dinge und man kann nicht erwarten, dass die Menschen derartig tief in einem Thema drinstecken wie jemand, der sich vielleicht täglich eben mit Netzneutralität oder Datenschutz oder so weiter beschäftigt. Was auch wichtig ist, ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, das heißt Kampagnen zu machen, einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen und so ein bisschen einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil im Endeffekt müssen wir uns überlegen, das Europaparlament sind die einzigen Leute in der EU quasi, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt sind und dementsprechend sind sie wahrscheinlich auch daran interessiert, wiedergewählt zu werden. Deshalb kann es schon einen Unterschied machen, ob da jetzt irgendein Lobbyist kommt oder ob es einfach den Parlamentariern selbst deutlich wird, dass aus quasi der normalen Bürgerschaft eine ganz andere Meinung kommt. Das, was mir so ein bisschen mitgeteilt wurde aus Brüssel, war eben auch, dass ich bei, sage ich mal, einer gewichtigen Stimme oder bei genug Menschen, die sich eben melden, so eine gewisse Flurdiskussion erstellt, dass man eben darüber redet, so hier, ich wurde jetzt schon wieder irgendwie 5-mal kontaktiert, da haben mir schon wieder 5-mal Leute gesagt, hier das und das und das und jenes. Ist das bei dir auch so und wollen wir darüber mal diskutieren? Das heißt, es muss nicht unbedingt sinnlos sein. Das heißt, man sollte diesen ganzen Pessimismus so ein bisschen ablegen und sich auch mal trauen, mit den Leuten zu diskutieren. Wenn man nicht direkt nach Brüssel fahren kann, was auch manchmal sinnvoll sein kann, nach Brüssel zu fahren, kann man das auch per Telefon machen. Was nicht mehr so gut geht, ist das per Fax zu machen. Das war irgendwie am Anfang sehr, sehr effizient, weil eben für die Faxe kein Spamfilter vorhanden war und dementsprechend das nicht einfach in den Papierkorb geschoben werden konnte. Und es einfach ziemlich auffällt, wenn man plötzlich irgendwie 10 Faxe am Tag bekommt, wo man vorher normalerweise keine bekommt. Mittlerweile werden die Faxe aber leider elektronisch zugestellt, das heißt, die erscheinen dann doch per E-Mail und der Spamfilter würde wieder greifen. Das heißt, war mal eine lustige Aktion, aber kann man leider nicht mehr so fortführen. Genau, wenn dann irgendwann dieser ganze Prozess gelaufen ist, dass eben darüber nachgedacht wird, welche Änderungen man einbringt, dann wird in den Ausschüssen über einen Abschlussbericht nachgedacht. Der Abschlussbericht kommt ausschließlich vom federführenden Ausschuss, der den eben dann ins Parlament einbringt, worüber über diese Änderungen abgestimmt werden muss. Das passiert so, dass man mit den Änderungen anfängt, die am unähnlichsten zu dem Vorschlag der Kommission sind. Man geht dann bis hin zu den Änderungen, die eben am ähnlichsten an dem Kommissionsvorschlag sind. Und sobald eine der Änderungen mit einer einfachen Mehrheit angenommen worden ist, ist die Diskussion quasi beendet und die anderen Änderungen verfallen. Bei der Netzneutralität war das so, dass im März 2014 im Industrieausschuss über quasi den Vorschlag des Industrieausschusses abgestimmt wurde und das einfach gar nicht so schön war. Das Ergebnis war ziemlich verheerend. Das heißt, es gab eben diese Schlupflöcher, die wir jetzt auch wieder haben für Specialized Services, für dieses Zwei-Klassen-Internet. Es gab massenweise Möglichkeiten, Netzsperren einzurichten und im Endeffekt war das alles ziemlich unbefriedigend. Und dann gab es im Parlament aber eine Abstimmung über diesen Vorschlag und die war ziemlich überraschend. Nämlich im April 2014 hat das Parlament für verhältnismäßig netzneutralitätsfreundliche Regelungen gestimmt, die sicherlich noch verbesserungsfähig waren und wo auch noch Schlupflöcher vorhanden waren. Aber ich glaube, für alle Aktivistinnen und Aktivisten, die sich damit beschäftigt haben, war das eine ziemlich große Überraschung. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an den Vortrag auf dem Kongress dann im Dezember, der, glaube ich, von Thomas Lohninger kam, der einfach ziemlich pessimistisch war, wo dann quasi so ein bisschen der Kampf fast schon verloren war. Und dann eben eine große Freude war, dass im April 2014 entgegen der Tendenz im Industrieausschuss für eine relativ
gute Regelung der Netzneutralität gestimmt wurde. Das Problem ist aber, dass es dann noch weiterging. Und zwar, dass die ganze Sache natürlich auch nicht nur im Parlament, sondern wie wir vorher gesehen haben, eben auch im Rat der EU debattiert wurde. Und da gab es zum einen die Hoffnung, dass der Rat vielleicht diese verbleibenden Schlupflöcher, die das Parlament noch gelassen hätte, hätte beseitigen können. Das Problem ist aber bei Änderungsvorschlägen, die die Kommission nicht billigt. Das heißt, wenn die Kommission sagt, das geht für uns gar nicht, brauchen wir einen Konsens zwischen dem Parlament und dem Rat. Das heißt, wir brauchen eine komplette Übereinstimmung, sonst wird das schwierig. Und normalerweise erarbeitet die Kommission parallel dazu noch einen weiteren Vorschlag, eben anhand der Änderungen, die bis dahin eingebracht wurden. Wenn das alles durch ist, kommt es zu einem Trilog zwischen der Kommission, dem Rat und dem Parlament. Das Problem an den Trilogen ist, dass die extrem intransparent sind und hinter geschlossenen Türen verlaufen. Vor allem, wenn es einen informellen Trilog gibt. Die Kommission nimmt da eher eine moderierende Rolle ein und der Rat und das Parlament streiten sich dann quasi oder diskutieren dann über die Änderungsvorschläge, die sie gemacht haben. Daran sind die Rapporteure und Shadow-Rapporteure beteiligt und die Mitglieder des Rats. Wir erfahren aber einfach wenig aus diesen Verhandlungen, weil die meisten davon nicht öffentlich sind. Und es gibt einfach auch wenig Möglichkeiten für eine Zivilgesellschaft, da zu intervenieren. Man kann zwar versuchen, die Stellen im Rat zu kontaktieren, die dafür zuständig sind, aber meiner Erfahrung nach ist es extrem schwierig, da überhaupt einen Überblick zu finden, wer für was zuständig ist. Und es ist auch meiner Meinung nach die schwierigste Stelle, um irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Was dann rausgekommen ist, ist, dass im Juni 2015 ein extrem schwammiger Kompromiss gefunden wurde. Zum Beispiel, dass dann im Rat gesagt wurde, ja, Spezialdienste kann man ja machen, aber nur, wenn es notwendig ist zum Beispiel. Ich meine, das Wort notwendig ist halt irgendwie gut auslegbar. Ich meine, ich glaube, die Telekom findet das ziemlich notwendig, wir vielleicht nicht unbedingt. Und dementsprechend waren da einfach Punkte drin, wo wir vielleicht nicht gedacht hätten, dass das Parlament das quasi annimmt. Und jetzt hatten wir eben das Ding, dass dann der Rat diesen Vorschlag offiziell im September auch für sich als Kompromissvorschlag angenommen hat, dass es dann aber nochmal zu einer Abstimmung im Parlament kommen musste in der zweiten Lesung. Und da gab es eben, sage ich mal, den großen Fail, dass am 27. Oktober das EU-Parlament für diesen Kompromissvorschlag gestimmt hat und eben nicht für Änderungsanträge, die nochmal in der Diskussion waren. Fragt man sich halt so, warum ist das passiert? Und das ist, glaube ich, eine primär taktische Überlegung, weil man sich klar machen muss, dass wenn das nicht funktioniert, das heißt, wenn es zu keinem Kompromiss kommt und dann im Nachhinein auch keine Einigung erzielt wird, dass dieses komplette Gesetz gescheitert ist. Das heißt, das ging seit 2012, jetzt haben wir 2015 und dann sind quasi 3 Jahre Arbeit, so böse gesagt, für den Arsch. Also das war eben schon ein ziemlicher politischer Druck, eben diese Abstimmung anzunehmen, um nicht quasi zu riskieren, dass in der weiteren Verhandlungsrunde wieder keine Einigung erzielt wird. Und hier hatten wir wieder das Problem, dass eben der federführende Ausschuss das wieder vorbereitet, die anderen Ausschüsse kein Mitspracherecht haben und dass wir eben damals schon aus dem federführenden Industrieausschuss wenig Optimismus mitgenommen haben. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist das jetzt vorbei? Haben wir jetzt quasi die Netzneutralität verloren? Müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass wir ein Zwei-Klassen-Internet haben, dass wir diese lustigen Überholspuren in diesem Internet haben, die machen, dass unsere Autos nicht gegen den Baum fahren, wenn es nach Günther Oettinger ginge? Und die Antwort ist, es wird jetzt so ein bisschen schwierig, aber ganz verloren ist es nämlich noch nicht, weil es gibt nämlich noch dieses Gremium, das ist quasi der Zusammenschluss der Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation. Markus, nicht so laut. Und zwar, die besteht aus den Vertretern der nationalen Regulierungsbehörden. In Deutschland ist das die Bundesnetzagentur. Und die muss eben aus diesem Gesetz oder aus dieser Verordnung Leitlinien entwickeln, wie das national umgesetzt wird. Die arbeiten mit der Kommission zusammen. Die haben jetzt 9 Monate lang Zeit, sich zu beraten, eine Konsultierungsphase zu machen. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass sie dann diese Schlupflöcher schließen, eben durch Klärung der schwammigen Begriffe, wie zum Beispiel notwendig oder Spezialdienste. Ehrlich gesagt bin ich da wenig optimistisch, weil wenn wir uns anschauen, eben wer diesem Gremium bald vorstehen wird, das ist der Wilhelm Eschweiler, der wird 2016 Vorsitzender dieses Gremiums sein, ist momentan Vizepräsident der Bundesnetzagentur, wenn ich mich richtig erinnere, und hat dann zum Besten gegeben in einem Interview, dass er eben dieses Best-Effort-Prinzip und diese Spezialdienste in diesem Internet schon relativ sinnvoll findet. Ein weiteres Problem, das wir dabei haben, ist, dass es ziemlich intransparent ist. Das heißt,
Wir sind natürlich irgendwie extrem Lobbying von den Industrieverbänden ausgesetzt und es wird sehr schwierig, was zu tun, was aber nicht heißt, dass es sinnlos sein muss, denn im Endeffekt, was immer geht, ist Öffentlichkeitsarbeit, ist die Leute zu kontaktieren und zu versuchen, obwohl jetzt erstmal so ein bisschen ja, der Enthusiasmus gebremst ist, weiter für Netzneutralität zu kämpfen und das nicht einfach so hinnehmen zu lassen, dass Industrieverbände unser Internet kaputt machen. Das war es auch schon so ein bisschen. Wenn ihr noch weitere Hinweise sucht oder das alles nochmal nachlesen wollt, Digitale Gesellschaft zusammen mit ETRI und anderen Organisationen haben quasi einen Activist Guide to the EU gemacht, den man im Internet sich angucken kann. Ich habe schon gesehen, dass der auch auf der Seite des heutigen Abends verlinkt wurde, so ganz ohne mein Zutun, das ist sehr schön. Und dann eben diverse Instrumente, um zu gucken, wie die Abgeordneten so abgestimmt haben, zum Beispiel Paltrack und Memopol, um dann eben ein bisschen aktiver zu werden. Und ich glaube, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wie das geht, kann man sich auch immer an quasi Verbände wie ETRI oder die Digitale Gesellschaft wenden, um vielleicht auch rauszukriegen, wer gerade an was arbeitet. Genau. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Das ist meine E-Mail-Adresse und dieses ganze Twitter-Handle. Und ansonsten, ja, sieht man sich hier auch öfter mal. Das war's. Vielen Dank, Anna, für Lehrstunde und Manöverkritik.